Höre auf dein Bauchgefühl und deine Intuition, egal was andere dazu sagen. Mein Name ist Saskia Winkler. Ich bin deine Trainerin für Intuition, für Empathie und Bauchgefühl, Autorin, Speakerin sowie Coachin. Heute dreht sich alles darum, dass wenn du ein gutes Gefühl hast, ein gutes Bauchgefühl oder eine gute intuitive Eingebung und dich nicht traust, darauf zu hören, was du tun kannst. Dazu habe ich dir eine kleine Geschichte aus meinem eigenen Leben mitgebracht. Reis mit mir ein Stück zurück, sagen wir mal so 10, 15 Jahre. Ich hatte damals ein kleineres Kind und wir hatten ein Haustier namens Mr. Jones. Den schönsten Kater, den ich je gesehen habe. Er war grau, British Short Hair und so richtig fluffig und aufgeweckt und dennoch ein elegantes Tier, ein kleiner Jäger und ein unglaublicher Schmusekater. Und du kannst dir vorstellen, dass dieser Kater natürlich unser Familienleben ziemlich bereichert hat. Dann wurde bei meiner Tochter eine Katzenhaarallergie festgestellt und der Arzt gab uns mit, unbedingt diese Katze wegzugeben. Damals mussten wir uns von diesem wunderschönen Tier trennen. Und vielleicht magst du dir vorstellen, wie sowas ist. Du liebst dieses Tier und dann musst du es hergeben. Und dieses Tier hat eine große Lücke bei uns hinterlassen. Jahrelang haben wir mit uns gekämpft, weil, naja, wir so viel Sehnsucht nach einem Tierchen hatten und meine Tochter immer wieder gesagt hat, können wir es nicht doch noch mal probieren? Und ich aber immer gedacht habe, oh Gott, der Arzt hat gesagt, wir dürfen keine Katze haben. Aber komischerweise war mein Gefühl immer gut. Und dann kam meine Tochter mit einem ausschlaggebenden Impuls zu mir. Sie hat gesagt, Mama, eins verstehe ich nicht. Wie kann denn ein Tier, was ich so sehr liebe und was mich so sehr liebt, mir schaden? Das geht doch gar nicht. Und genau das war für mich der ausschlaggebende Impuls. Ah, ich kann doch die Angst einfach in Liebe tauschen. Und vielleicht hilft dir das auch. Tausche deine Angst in Liebe und dann kannst du deinem Bauchgefühl besser folgen. Ein paar Jahre später, heute, meine Tochter ist inzwischen groß und aus dem Weg, raus das Haus zu verlassen, können wir sagen, dass wir die letzten paar Jahre zusammen als Familie eine wunderschöne Kätzin haben, weiß, Exotic Short Hair, auch mit riesengroßen Augen, kleineren Pfötchen und weiß-silber glänzend. Und wir haben sie sogar Swarovski genannt, weil sie unser Edelstein, unser Glitzersteinchen ist, weil sie uns die letzten Jahre versüßt hat. Und tatsächlich ist ihr Fell Katzenhaarallergiker freundlich. Und ich kann behaupten, dass keine schlimmeren Erstickungsanfälle durch eine weitere Katze bei uns passiert sind. Im Gegenteil, diese Katze hat unser Zuhause wieder mehr zu einem Zuhause gemacht. Und das ist doch das, was man sich von so einem Tierchen wünscht. Das heißt, höre auf dein Bauchgefühl, höre auf deine Intuition, folge diesen Impulsen. Und wenn du Angst hast, nimm die Liebe als Ersatz für die Angst. Und du wirst sehen, alles ist gut. Wenn dir dieses Video jetzt gefallen hat, freue ich mich wirklich, wenn du kommentierst, wenn du mir deine Erfahrung bestätigst oder mitgibst oder vielleicht auch deinen Kummer, deine Sorgen mir in die Kommentare gibst, ein Like oder vielleicht möchtest du auch die Glocke aktivieren, sodass du keine weitere Folge von meinem Intuition, die Superpowerkraft, verpasst. Ich grüße dich jetzt ganz herzlich, deine Saskia Winkler.